Es wird langsam Zeit, mich zu der Scheiße hier zu äußern. Die Lügen, die du über mich verbreitest, sehen ganz Deutschland. Früher hieß es, wir sind eine Crew oder eine Gang. Heute heißt es, Benji will die Klicks und scheißt auf seine Fam. Dass du bei Battle bist, war nicht unser Wille, ehrlich, sagte Phineas damals, dieser Benji ist erbärmlich. Haust dein Statement raus und meinst, du kannst damit den King treffen. Doch du würdest eigentlich so gerne meine Klicks scheffeln. Du bist vogelfrei, weil du den Ehrenkodex brichst. Du bist nicht relevant für das Turnier ohne mich. Ich bin arrogant geworden und starte hier Palaver. Schäm dich, vor einem Jahr warst du ein Versager. Du hast nach mir einen Hype, wirst geschaut und auch geklickt. Deine Drecksmatch stand vertickt, plötzlich höre ich, dass du snitcht. Du hast vergessen, wo du herkommst, das Turnier raubt dir die Sinne. Aber kein Problem, ich helf dir auf die Sprünge. Ben, ich erzähl's dir nochmal, warte kurz. Ich fang an nach der Trennung unserer Nabelschnur. Du warst meine Nachgeburt, für dich ist das Brüderding eigentlich eine Chance gewesen. Es hätte gut geklappt, hättest du mir Props gegeben. Mit deinem Drecksmatch und der ekligen Cappy, dachtest du im Ernst, du bist Berlins neuer Messi. Überheblicher Benji wollte unbedingt einen Beef starten, aber kann auch lange auf seinen fetten Sieg warten. Doch mal angenommen, ich hätte mich deiner niemals angenommen, dann wäre es nie so weit gekommen. Wie kommt man nach Elite? Ich war wie dein Lehrer. Als Dank dafür bekomme ich die Ansage später. Und dann zischst du kleine Fotze noch weiter. Jeder wusste, dass du in Turnieren krass scheiterst. Du kamst zu dem 9-Stunden-Stream. Doch anstatt dich mal zu freuen, ging es dir damals schon nur drum, ob du Ronaldo kriegst. Wir waren echte Brüder, doch lieber hingst du ab mit Lions Cup Verlierern. Du dachtest, es wird Zeit, dass ich jetzt Fatal verlass. Daraufhin schrieb unsere Mutter ein Fax. Könnt ihr Steini fragen? Phineas nahm mich rein ins Fatal-Turnier und machte jedem klar, dass mein Bro existiert. Davor war es anders, keine Sau kannte dich. Aber Papa Phineas regelt das mit Klicks. Und heute hast du die Dreistigkeit zu lästern. Ließ dich nur bei SBS gewinnen, weil du viel zu schlecht warst. NCT, sie Jungs kennen, darfst bei ihnen pennen. Jetzt hat er, was er wollte, der Fame-geile Ben. Jetzt kannst du deine nicht vorhandene Show schmeißen. Und du wolltest unbedingt deinen Bro reißen. Du legtest dich in Sachen Übung jetzt ins Zeug. Und du dachtest, dir reichen ehrlich ein paar Coins. Voll Spaß. Du versuchtest, Teasy beizubringen. Scheiß auf Simon, Mann, wir machen unser eigenes Ding. Aber sie haben dich nur ausgelacht. Was für ein harter Korb. Weißt du, wie man sowas nennt? Ben Crew Support. Yo, Benji, das war dein Leben. Dein ganzes Leben. Weißt du noch damals, nach unserer Geburt, als dich keiner haben wollte? Oder was danach alles vorgefallen ist, du kleiner Silbereinspieler? Ja, Mann. Und ich hab so viel gar nicht erwähnt, Alter. Was ist mit den ganzen Props, die du mir für meine Videos gegeben hast? Obwohl du meinst, du wärst besser als ich. Oder was mit deinen Streams, bei denen du ausrastest, weil du nicht mal Gold erreichst? Damit macht man sich nicht cool, Alter. Die Teasy-Jungs haben das auch gesagt. Aber weißt du was? Die Teasy-Jungs nehme ich gar nicht ernst. Die werde ich genauso besiegen wie dich. Verstehst du, was ich meine? Nur die Paarung ist unterschiedlich. Im Normalfall besiege ich euch beide mit einer Hand. Aber scheiß drauf, Mann. Das war die Geschichte. Und jetzt kommt das Finale, Dicker. Yeah, Benji. Weil das die Fatal-Runde ist, wird heute ein Todestag. Widerlegt ein kindischen Diss, der gelogen war. Du und ich wissen, ich werde dich schlagen. Und ab jetzt lasse ich mir nichts von dir sagen. Erinner dich zurück, stream in Mannheim bei Nacht. Er hat bei den Teasys gekackt und nicht abgespült. Das ist nicht irgend so ein Reim, den ich hab. Der hat wirklich bei den Teasys gekackt und nicht abgespült. Du bist nicht relevant, ich werd dich klatschen lassen. So wie der Typ, der bei Kolle damals auf der Bühne stand. Ich habe so viele Fragen an meinen Drecksbruder. Wenn ich dich in Fatal schlag, ist Jesus da mein Packluder. Alle Gegner sind gleich, ob FGU oder Benji. Gib mir den Controller in die Hand und ich bang sie. Nur ne Info am Rande, nur dass ihr Bescheid wisst, dass jeder, der für No Hand Gaming votet, mein Feind ist. Ich hab jetzt alles mal Revue passieren lassen. Im Endeffekt bleibt mir nur übrig, dich zu klatschen. Es ist nicht rückgängig zu machen, voll Spaß. Glaub mir, dass du hiernach nie wieder Erfolg hast. Ich mach das nicht mal hier für mich, bei mir läuft, du Lachs. Ich mach das nur, damit du's hiernach nicht mal leugnen kannst. Für jeden, der dich jemals unterstützt hatte. Für die SBS, bei denen du nur Glück hattest. Für das Halbfinal, bei dem du nicht am Start bist. Weil du wackes Opfer gegen mich nur Gras frisst. Für Steini, er ließ dir einen Sieg im Squad Battle. Für Elite, auf das du nie eine Chance hättest. Für mein Payback und Karma. Ey yo Benji, Mann, du bist und bleibst nur ein Versager. Für deinen Sohn, dem ich später mal erzählen kann. Sein Onkel war ein Ehrenmann.